Also wer ist Sünde? Ich glaube, Sünde repräsentiert irgendwo das Gedankengut von uns beiden. Ich glaube, jeder hat seine Nuancen einfließen lassen. Und man kann auch hier und da bei den Details ein bisschen erkennen, von wem von uns die Idee kam. Und ich finde das schön, dass wir einfach unsere Ideen kombinieren konnten und zusammen Produkte schaffen können, die uns beide widerspiegeln und zugleich was ganz Neues, was Neues schaffen, eine neue Art der Fashion, der Mode, eine neue Idee, Kleidung zu tragen. Ich glaube, es ist auch unglaublich schwierig, eben diesen Charakter wiederzuspiegeln, bis man dann ein Design hat, bis man einen Namen hat, Farben hat, Formen hat, egal ob es der Schnitt ist, egal ob es der Druck oder der Stick ist. Das zu finden braucht super viel Zeit. Mein kritischer Moment war tatsächlich die Anlieferung unserer ersten Samples. Und ich weiß noch, dass ich mich wahnsinnig darauf gefreut habe. Und dann weiß ich auch noch, wie enttäuscht ich war tatsächlich. Wie viel da einfach nicht gepasst hat. Vom Schnitt, von den Sticken, von der Folie. Und wir wollten ja genau diese Flexfolie, die diesen Effekt hat, dass sie leuchtet und spiegelt und mit Blitz einfach super wahnsinnig geil aussieht. Aber da die erste Stunde, als das zu Hause lag, dachte ich, da hatte ich richtig Selbstzweifel und dachte, machen wir das richtig? Die Ideen entwickeln sich teilweise ja auch erst im Prozess. Das fängt ja an bei den ersten Skizzen auf dem Papier, von den Ideen, die man hat, wie der Schnitt aussehen soll, dass es über die Schultern fällt, dass es einen Oversize-Stil hat, dass man innen Doppelnähte hat oder eine größere Kapuze. Und vieles kommt ja erst Step by Step. Zu sagen, das Produkt, das ist es jetzt, das Design oder der Schnitt genauso, das ist er. Obwohl vielleicht daneben einer ist, der fast genauso gut ist. Ja, man hat immer so viele Gleise, die man fahren könnte und man muss sich, und das ist wirklich die Kunst, man muss sich für die Richtigen am Ende entscheiden, sodass es einem selber gefällt, sodass es den anderen Leuten da draußen auch gefällt, weil wir wollen ja nicht nur Mode für uns machen, ja, sondern für jeden da draußen. Jeder soll diese Leidenschaft, diese Emotion mit dem Kleidungsstück fühlen, genauso wie wir das tun. Ich glaube, das ist uns echt schön gelungen und wir haben hier eine erste Kollektion, die absolut geil ist, meiner Meinung nach. Der wichtigste Punkt neben dem Aussehen und neben dem Design und dem Style von Kleidung ist auf jeden Fall der Aspekt der Gemütlichkeit. Gerade so ein Hoodie ist eine Wohlfühlzone. Und indem man einfach entspannt zu Hause rumsitzen kann oder im Bett liegen kann, aber der auch so stylisch aussieht, dass man draußen unterwegs sein kann und gut gekleidet aussieht. Und diese zwei Sachen, die nicht leicht zu vereinen sind, vereinen können. Gemütlichkeit und Style. Kennt ihr das? Ihr habt einen Hoodie oder einen Sweater gekauft und dann sitzt der einfach, er sitzt perfekt. Ihr wisst direkt, der wird nicht irgendwo einstauben. Der wird mein Lieblingssweater. Der wird mein Lieblingshoodie werden. Es ist kein Produkt spezifisch nur für eine Personengruppe, sondern es ist eigentlich genau auf euch abgestimmt. Und ich glaube, auch das Thema Selbstverwirklichung spielt da immer wieder eine Rolle bei Sünde, bei der Marke. Der Gedanke daran, dass jemand wie wir jetzt hier sitzt, das Produkt anhat und glücklich ist und die Emotionen damit verbindet, das ist die Selbstverwirklichung. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir uns mit dieser Marke, mit Sünde, einen großen Traum erfüllen. Dass wir oft darüber nachgedacht haben und beide unabhängig davon diesen gleichen Traum verfolgt haben und es wie ein Schicksalswink war, dass wir uns getroffen haben, um dieses Projekt dann zusammen zu starten, weil man sich gegenseitig hilft, unterstützt und auch in schweren Zeiten einfach füreinander da ist, wenn man mal nicht weiterkommt. Sich da zu unterstützen und füreinander da zu sein, ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir so happy mit den Produkten sind, wie wir nur sein können. Und in jedem dieser Hoodies und T-Shirts auch
ein Stück von uns drin steckt. Bis jetzt hat mich wenig im Leben, und das hört sich krass an, aber das meine ich wirklich ernst, stolzer gemacht, als jemanden zu sehen, der das trägt und das verkörpert. Das macht mich so stolz und ich bin jetzt schon voller Vorfreude, euch da draußen zu sehen, wie ihr die Pullis rockt, die T-Shirts tragt und einfach happy damit seid. Wenn wir es schaffen, diesen Lieblingspulli in euren Schrank zu hängen und ihr euch daran erfreut, das ist einfach die Verwirklichung unseres Traums.